Guten Tag, verehrte Zuschauer. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Dregger, hat die Auffassung bekräftigt, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 völkerrechtlich fortbestehe. In einem am Sonntag von der Illustrierten Bunte vorab veröffentlichten Interview sagte der CDU-Politiker, die deutsche Frage ist offen und der Regelung durch einen Friedensvertrag vorbehalten. Dregger sieht sich hierbei im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Auf die Frage, ob nicht das Verhältnis zu Polen durch solche Äußerungen belastet werde, erklärte Dregger, für die Polen und für uns Deutsche muss die Freiheitsfrage wichtiger sein als eine noch so wichtige Grenzfrage. Bundesverkehrsminister Zimmermann hat die vom Berliner Senat geplanten Streichungen im Berlin-Flugverkehr abgelehnt. In einem Interview mit der Berliner Morgenpost sagte er, er sei sicher, dass die Alliierten dem Vorstoß des rot-grünen Senats eine Absage erteilen. Die Pläne seien ein eklatanter Rückschritt bei den Bemühungen, Berlin zu einem modernen Luftverkehrszentrum auszubauen. Der Arbeitskampf bei der deutschen Charterfluggesellschaft LTU ist bisher ohne größere Auswirkungen auf die Passagiere in Düsseldorf geblieben. Rund 80% der LTU-Mitarbeiter hätten in der Frühschicht die Arbeit niedergelegt. Trotzdem konnten fast alle Flüge mit geringfügigen Verspätungen abgewickelt werden, erklärte ein LTU-Sprecher. Rund 50.000 Menschen haben in der japanischen Stadt Hiroshima an den amerikanischen Atombombenabwurf auf die Stadt vor 44 Jahren gedacht. Bisher sind 157.000 Menschen Opfer des Atombombenangriffs geworden. Die Wetteraussichten bis heute Abend. In Schleswig-Holstein und an der Ostseeküste wolkig, aber trocken. Sonst von Südwesten her zunehmende Bewölkung mit gewitterigen Regenfällen, die am Abend auch das südliche Niedersachsen erreichen. Temperaturen 22 bis 27 Grad. Die nächste Heute-Sendung um 15.25 Uhr.